So, man muss ihn nicht mehr vorstellen, Bastian Schweinsteiger, unser WM-Held von Rio. Wir kennen ihn alle und trotzdem, Basti, einiges kennen wir noch nicht. Das erfahren wir hier in diesem Buch, das Martin Suter über dich geschrieben hat. Einer von euch. Schön, dass Sie beide da sind. Was für eine Kombi, oder? Ja. Martin Suter und Bastian Schweinsteiger. Wie kam das bitte? Das fragen sich alle. Wer hat angefangen? Basti, du? Ja, das war schon, da kam... von mir. Ich saß mit einem meiner besten Freunde mal in einem Park zusammen und wir haben so vor uns hingequatscht. Und dann meinte er so, also wenn einer mal ein Buch über dich schreiben sollte, dann müsste das eigentlich, darf das nur der Martin Suter sein. Und, aber der wird das niemals machen, hat er gesagt. Und das hat mich irgendwie so gekitzelt und ich habe gedacht, ja gut, dann fragen wir ihn halt mal. Und so. Hast du das dann gemacht? Hast du Telefon in die Hand genommen, oder? Nee, wir haben uns dann verabredet in Zürich. In Zürich, ja. An einem, am Flughafen. Es war total Lockdown. Wir durften nicht in die Länder des anderen reisen. Wir mussten uns auf neutralem Terrain treffen und haben uns dann im Flughafen von Zürich getroffen. Und wie war das dann, so der erste Eindruck? Also ist man dann aufgeregt, wenn man denkt, so Bastian Schweinsteiger ist jetzt da und ich soll über den schreiben? Als ein Martin Suter ist ja jetzt auch nicht ganz unerheblich. Also aufgeregt war ich nicht. Ich habe mich gefreut und es war eine sehr schöne Begegnung. Wir haben uns, kann man sagen, gleich verstanden. Wir haben uns nach 5 Minuten geduzt, nach 10 Minuten haben wir uns wieder gesiezt. Verbotenerweise die Hand gegeben, war Lockdown und haben gesagt, komm, das machen wir. Ich glaube aber auch, dass Sie sich deswegen so gut verstanden haben, weil Sie haben ja selber früher mal gekickt, oder? Aber das war eine kurze Karriere. Ich hörte, es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit einem Mitspieler. Was war denn damals los, Herr Suter? Ja gut, ich war da noch ziemlich klein in einer Schülermannschaft und ich war sehr schnell, aber ich war nicht sehr geschickt mit dem Ball. Und da gab es einen anderen Stürmer, der war beides. Der war schnell und geschickt mit dem Ball. Und als ich ihm nie einen Pass gegeben habe, hat er mir den Ball weggenommen. Als wäre ich ein Gegner. Nicht? Und dann habe ich ihm das Wort gesagt, was man damals noch nicht sagen durfte, Arschloch. Und der heute ist das ganz anders. Ja, genau. Und der Schiedsrichter stand neben mir und raus. Ja. Und dann habe ich, ich bin nie mehr reingegangen. Also wieder, das Ende der Fußballkarriere aufgrund Ende der Fußballkarriere. Dieses Wort. Ja, ja. Ich wurde dann Florettfechter. Jetzt wissen wir, wer das Schimpfwort in das Fußballgeschäft reingebracht hat. Absolut, es war Martin Suter. Du hast ja sehr viele Biografien, logischerweise alle, bis auf die abgelehnt. Warum eigentlich? Es war nie so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin davon überzeugt davon. Und ich fand auch so die Biografien, die ich auch selbst gelesen habe von den einen oder anderen. Mir war es irgendwie, ich wollte irgendwas Neues haben. Und ich fand einfach die Idee, die Martin auch hatte, wie er das Buch schreiben möchte, ungewöhnlich, aber sehr, sehr interessant. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Aber für mich ist es ja auch eine Riesenehre, dass jemand wie Martin Suter ein Buch über mein Leben geschrieben hat. Also das bedeutet mir schon auch sehr viel. Und ist es dann nicht aber komisch, wenn man mit 37 sozusagen seine Biografie in Händen hält? Ist das nicht ein bisschen früh auch? Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt auch jüngere Menschen. Ich merke schon, du sammelst schon für die zweite, ne? Ja, aber es ist was Schönes, ein Buch über sich zu haben. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe das Buch auch oft dann zum Vorlesen für unsere Kinder genommen, damit sie dann noch einschlafen. Das ist ein Kompliment. Das finde ich gut. Ja. Und dann war der Vater Weltmeister. Alles klar. Ja, aber so tatsächlich, so habe ich das Buch gelesen. Ja. Das finde ich ja sensationell. Wir haben ein paar Bekannte und Freunde mal aufgefordert, aber es ist fast zu viel gesagt, aufgefordert. Sie haben das sehr, sehr gerne gemacht. Was Ihnen als allererstes einfällt,
wenn Sie an Bastian Schweinsteiger denken? Und wir fangen an mit deinem Jugendtrainer und der Trainerlegende Hermann Gerland. Servus Basti, wir haben ja viele gemeinsame Erlebnisse gehabt während unserer Zeit beim FC Bayern. An eine wirst du dich bestimmt erinnern, das war dein erstes Spiel in der Regionalligamannschaft. Du spieltest bei uns zum ersten Mal gegen Jan Regensburg. Jan Regensburg hätte aufsteigen können, wenn sie uns geschlagen hätten. Du hast ein sehr gutes Spiel gemacht und bist nach 60 Minuten an die Bank gekommen und hast diese Bewegung gemacht und wolltest ausgewechselt werden. Daraufhin habe ich die Bewegung gemacht und habe gesagt, Junge, du bist 17 Jahre, du wirst 95 Minuten durchspielen können. Liebe Grüße, bleib gesund, pass auf dich auf. Du hast immer die Haare schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast immer die Haare schön. Das stimmt. Bastian Schweinsteiger hatte immer sehr interessante Frisuren. Was war die schlimmste im Nachhinein? Also erstens, der Hermann Gellert war nicht immer zufrieden mit dem Haarschnitt. Ich kann mich an einen Satz erinnern, den er gesagt hat. Da hat ihm mein Haar schwarz gefärbt. Da hat er gesagt in der Früh zu mir, pass auf, du gehst heute nur Runden laufen um den Platz, bis die Haare wieder normal sind. In der normalen Haarfarbe. Also das war schon auch so. Aber da waren schon die ein oder andere. Hier sehen wir den einen oder anderen. Ja, ja. Du hattest doch auch mal einen Irokesenschnitt, oder? Ja, ich habe es auch manchmal selber gemacht und es ging auch einmal richtig in die Hose. Und das sah man auch, ja. Ja, das sah man auch. Ja, aber lustigerweise, es gab dann schon auch ein paar Kinder, die haben das dann auch getragen. Ja. Also es tut mir leid an alle Mütter, deren Kinder damals. Aber das war wirklich, als du noch sehr jung warst, hat man ja auch gehört, auch Uli Hoeneß fand das nicht so super, ne? Dass da so ein junger Spund war, der schon gleich gutes Selbstbewusstsein hatte, so mal was Flottes mit den Haaren ausprobiert und so. Und die haben dich immer dann relativ schon wieder in den Senkel gestellt. Das war dir aber eigentlich egal, ne? Ja, ich habe das immer so gesehen. Ja gut, wenn man über die Frisur redet, dann muss eigentlich das Fußballspielen passen. Ja. Also das war dann eigentlich dann so für mich so, ja gut, dann sind sie zufrieden, so wie ich Fußball spiele, reden wir über die Haare. Aber gab schon den einen oder anderen harten Kommentar, das stimmt schon. Ja. Martin, Sie kannten ja Bastian Schweinsteiger vorher quasi auch nur aus den Medien. Was hat Sie denn am meisten überrascht, als Sie sich näher kennengelernt haben? Dass er so normal war, dass er keine Allüren hatte. Fast schon traurig. Von wegen, was schreibe ich denn dann? Nein, ich wusste ja, ich muss das ein bisschen korrigieren. Man spricht immer von einer Biografie. Und auch, warum kann man so jung schon eine Biografie haben? Das ist gar keine Biografie, es ist ein Roman über den Basti. Und einen Roman kann man auch schreiben über einen 15-Jährigen und auch über einen 35-Jährigen. Es ist eine Heldensaga und eine Liebesgeschichte. Eine Biografie, da gibt es ja viele. Das ist, glaube ich, auch nicht so spannend, oder? Gut, aber er war so schön normal. Er war so schön normal und das hat mir gefallen. Ich habe gedacht, eine Geschichte zu schreiben über einen Teil des vom Leben von einem jungen Mann, der so aus dem Land kommt und eine solche Weltkarriere macht, das ist etwas, das ich gerne mal machen würde. Und ich habe es gemacht, weil ich es noch nie gemacht habe. Und wir haben es sehr, sehr gerne gelesen, weil auch sehr interessante Dinge drin standen, die wir so nicht